Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Kader Thüringen, 3.1. Ja, ich werde jetzt mit einem anderen Gerät zurück zum Hof fahren. Und dann fangen wir hier mit dem Traktor an. Mit dem GTB. Ein Spezialtraktor mit 140 km/h. Ich werde schnell aus der Arbeit mitfahren. Damit ist garantiert die Sache für Unfall. Ne? Aber wenn ich fahre, kann ich das auch mal ein bisschen Gas geben. Ne? Ja, aufräumen. Steht an, weil das die nächste Arbeit auch noch nicht machbar, also hier Pferdegras mähen und Klee und alles mähen, das ist noch ein bisschen warten. Und dann müssen wir halt ein bisschen aufräumen, das ist ja überall rum und das ist auf Dauer recht mit 70 Dürfen Däbeln her und findet nichts. Ne? Ist ungünstig. Da wir ein bisschen Zeit haben. Ja, der Traktor ist schneller, aber wie gesagt, der Anhänger ist schwer. Ne? Und wenn mit Flattenschutzmittel umfallen, dass die Umweltbehörde so gerne sehen würde, weiß nicht. Gut, hier im Spiel das ist nicht so tragisch. Hier passiert nichts, hier kippt nichts aus. Aber reell ist das ganz schön heftig. Ne? Also ist ja nun gerade nichts fürs Grundwasser. Ne? Also wenn das auf einen Fleck auslaufen würde, das wäre extremer Aufwand bis hin zum Erdboden, also Austausch kann man sagen. Und dann wird es thermisch entsorgt, kann man sagen, zu verbrannt die Erde, sodass das ganze Gift sich auflöst. Heißt, Temperatur halt vernichtet, ne? Also das sind dann halt, sie auflösen, Anführungszeichen harmlosen Gasen sich verwandelt, vielleicht auch über den Filter aufgehalten werden und dann nachher Sondermülldeponie gelagert werden muss. Ne? Ja. Aber wir haben ja zum Glück das. Drückst du leer machen? Ja, geht nicht leer. Gerade auf C gedrückt und auf zwei Tasten gedrückt, glaube ich, C und V. In dem Fall passiert nichts. Weil V legt sowas ab. Ja, wo gehen wir hin? Das ist der nächste Fall. Ja. Geht immer darum, wenn ich den Aufwand stoße, dass das jetzt im Wege steht. Ne? Ich stelle hier mal hier eine BGH rein. Und zwar an den Silos. Und zwar in den Silo, wo ich dann keine Gelage einhängen werde. Das wird im ersten sein, wo die anderen beiden davor stehen. Dann fahren wir halt rum. Dann fahren wir die halt da auch rein. Weil der eine kann Gülle fahren theoretisch, wenn das machbar ist, und der andere wird Benzin fahren. Weil wir haben ja hier noch keine Produktion für Diesel. Man könnte auch Diesel fahren. Ne? Wir fahren dann nur Diesel. Und hier die BGH, also den will ich ja nicht nutzen. Das ist bei der Möglichkeit quasi nur frei. So, den Traktor können wir anderweitig verwenden, theoretisch. Wenn wir den brauchen. Ansonsten Kühe im Rohren. Halt mal durch, ne? Die ganzen Fahrzeuge wegkriegen hier. Unser Feldarbeitstraktor. Ich sag mal, ist eine feine Sache, nur das kann ja nicht unser Ziel sein, überall automatisiert zu fahren, ne? Also manchmal Arbeit, gut bezahlte Arbeit. Aber der Preis ist, glaube ich, in der Landwirtschaft so groß, dass die mehr oder weniger doch umsteigen würden. Also diesen. Dass einer dann im Prinzip zwei Traktoren überwachen muss, ne? Also zwei, drei am Ende nachher und darauf wird es hinauslaufen bei den großen Betrieben. Besonders in Flächen, ja, hier wird nichts mehr. Die USA oder Kanada oder Russland, wo große Flächen sind, wo im Prinzip so, dann fahren wir hier rein.
Da fehlt schon einer. Hatte ich meinen Platz für meine Feldhexler. Ja, gut, okay. Die können ja rechts reinfahren, ne? Wenn es jetzt so aussieht, dann brauchen wir jeden Traktor, ne? Wir sind dafür ja, sehr gut geeignet, ne? So. Hat doch ausgekippt. Der Bruder arbeitet wieder nicht. Der schaltet immer wieder aus. Gibt's doch gar nicht. Jetzt ist negativ. Kann doch nicht sein. Ja, gut, okay. Da müssen wir doch einen Größenhänger besorgen, dass wir da hier mit dem Großen arbeiten können. Dass er nicht so oft fahren muss. So. Plan C. Mal durchhalten. Der stört mir weniger, das ist auch nicht das Problem. Den brauchen wir da. Bräuchte für diesen Stall, einen Traktor, der da auch fahren kann, ne? Zum Beispiel wegen Fütterungsanlage. Ne, der nicht. Der auch nicht. Den könnt ihr aber hier zunehmen von den, der hier frei ist. Gut, dann fahren wir jetzt die Anhänger, die Silos zurück, die. So nach und nach hier die ganzen Gerätschaften aufholen. Ne? Ja, da wollte ich jedenfalls die Nase reinbringen. Da ist einer für Kalten. Und den mittleren Silo wollte ich voll machen und den rechten. Ja, und dann muss ich mal sehen. Also die Dame. Dann muss ich sehen, wie ich das hinkriege, dass ich alles so bin gerade. Und da ist ein bisschen Problem. Ich meine, da war ja Platz, ne? Für den Radlader und den Anhänger aufladen. Das müsste ich dann mal probieren. Das muss ich irgendwie hinkriegen. Gibt's hier auch nichts. Muss ich mir echt mal Tutorial angucken, aber meistens, wenn es weit ist, das habe ich natürlich hab nicht dran gedacht. Und dann ist es kurzfristig dann, ach, da probieren wir es aus. Das ist eigentlich unser der Anhänger für Benzin. Diesel. Die Tankstelle haben wir, müssen wir einkaufen. Könnte ja theoretisch den gleich zur Tankstelle fahren, aber ja, heute nicht. Lass mal den LKW gleich dran, das passt. Und der erste ist für Plattenmittel und der zweite ist halt für. Wo da auch wieder so eine Sache wäre, ob der LKW damit auch klarkommen würde. Ne? So, und den werden wir jetzt zum Händler fahren. Zum Händler. Und da werden wir uns einen kleinen Anhänger kaufen. Einen kleinen. Für die Fütterung der Kühe auf Hof 1. Weil da im Lager habe ich ja ein bisschen Mischfutter eingelagert. Den hatte ich mir vom globalen Markt gekauft. Da könnte ich noch mal eine Fuhre hinfahren, um dort immer Futter zu haben, weil der Futter muss fahren, kann zwar mischen, aber er nimmt kein Mischfutter auf. Von daher ist das blöd. Aber der ist halt ideal geeignet zum Putzen. Ne? Aber das erinnern sich. Mit dem könnt ihr auch zur Not was paar Strohballen aufladen. Ne? Theoretisch. Theoretisch. Ja, hier. Das Seitdeckkontrollsystem hier rechts. Hier Dachfenster. Bester Komfort. Bayer. Firma Österreich. Ob die noch aktuell produzieren, ich glaube schon.
was für Händler kaufen, was für Händler kaufen am besten für Futter. Der muss ja möglichst klein sein, damit er da reinpasst im Stall. Und wendig halt, ne? Ja, sobald dunkel ist, wird geschlafen. Das tut mir nicht an, hier dunkel zu viel. Noch ist ja hell. Von daher ist das kein Grund, da jetzt einen Container aufzusuchen. Ne? Ein Bauer hat ja nie frei, normalerweise. Wenn du Eigentümer bist und du hast was vor, dann wird es gemacht. Gerade in der Zeit im Sommer halt. Ne? Im Winter ist es etwas ruhiger, da ist es nicht so dramatisch. Ich hätte cool. So. Und schau mal. Gehen wir ins Menü rein. Geht schneller. So, Anhänger. Und zwar klein, nicht zu klein. Der ist ganz gut. 14.000 Liter. Wo nehmen wir den? Ja, nehmen wir den. Am Mist fahren wir nicht. Mal dunkelgrün. Design weiß. Farbig. Oh, Nase juckt. 3,3 haben wir eh. Und zurück. Da ist er schon bestellt und gleich da. Das geht ja ziemlich nicht. Ja, hier ist Service. Gute Realleben ist jetzt so nicht. Da kannst du nicht gleich hin sagen, wir möchten Hänger haben. Nee, nee, dann muss schon bestellen. Die werden nach Bedarf produziert. Ne? Also, das machen sie auch so. Wir bestellen zwar einige Sachen auch mehr her, also was Mähtechnik angeht. Aber andere Sachen, größere Sachen, die jetzt, wo die Stückzahlen nicht so groß sind und gebraucht werden, da ist nur noch Bestellung. Das heißt, wenn jemand was haben möchte, rechts vor es zu. Rechtzeitiges Erscheinen, seid man so sicher, einen frühen Liefertermin. Das kommt schon mal vor, können wir gleich mal probieren, dass zum Beispiel die gut ausgelastet sind, dass es ein bisschen länger dauern könnte. Mal gucken, ob wir es kriegen, ne? Heu, Gras. Hat da einer was hergefahren. Ist doch gar nicht. Da wie ein LKW hergefahren. Volle Ladung Mischfutter. Ja, da muss man gleich mal gucken, dass wir hergefahren können. Also das kann, ja, normalerweise kann es nicht sein. Dann switchen wir durch bis zum LKW, ein globaler Markt. Dauert ein bisschen. Den können wir ja nebenbei wieder voll machen lassen. Blockig Mist, 50%, also war nicht mit Mist da. Den fahren wir vorne ran am. Bin ich mal gespannt, ob der mit den Ladungsmischfutter dann klarkommt. Ja. Oh, Risiko. Da würde ich halt die LKWs tauschen, ne? Dann muss man halt. Umändern. Der wird auf. Der muss auf sein, glaube ich, und da voll machen bitte. Die anderen beiden probiert, die haben dann nicht funktioniert. Also beim Aufladen. Warum? Keine Ahnung. Wollte nicht. Ich habe gesucht. Der Taste kam nicht und dann geht's auch nicht. So. Hier wieder. Das Spiel haben wir gar nicht. Gut, lass trotzdem laufen. Müssten wir eigentlich bald ankommen. Ah, hier, so. Steigen wir aus. Gucken mal R. Was haben wir hier vor Ort? Nix. Mischration.
könnten auch Silage hinfahren, ne? Also Mischkasten haben wir da. 59.000. Ich kaufe das hier nicht mehr, falls ich mal automatisch abholen will, dass ich dann nur eine Sorte da habe. Kaufen. So, 59.000. Machen wir minimal. So. So, ne. 59.000. Zurück. Mich ja am letzten Mal. Noch nicht gekauft. So. Drinne. Oder kriegen wir es hier nicht? Kurz wieder reinfahren. Jetzt müssen wir schauen, ob das jetzt hier auch Auswirkungen hat auf unseren Fahreingang. Weil der Realistik-Mod sagt noch ein bisschen was vom Gewicht auf, glaube ich, dass das entsprechend der Realität entspricht, ne? Also Mutation ist jetzt wäre es hier flüssiges von diesem Mittel. Das findest du alles recht trockenes, alles recht trocken, Heu, Silage trocken, Stroh trocken, das ist eigentlich. Wenn das lagerfähig sein soll, muss es trocken sein. Das ist ein Problem. Dann wird es ja schlecht, ne? Das ist ja ungünstig. Obwohl Mutation normalerweise immer frisch gemacht werden sollte, das haben die jetzt nicht hier auf dem Massenvorrat. Also das gut, der ist fahrbar. Lenkbar geht es auch noch anfallen. Darum geht es ja, ne? Um Lenken. Hier können wir fahren. Das könnte auch am Anhänger liegen, ne? Dass da entsprechend, weiß ich, die ganzen Konstellationen so ungünstig sind, eingetragen, dass es da nicht funktioniert, ne? Also da kenne ich mich auch nicht mit aus. Aber die sicherlich auch auf der Erfahrung gemacht haben, dass einige Sachen halt nicht funktionieren. Also dann mögen sich einige Mods nicht, das ist halt so. Kommt halt vor. Und je mehr Mods man raufnimmt, umso größer ist die Gefahr, ne? Das darf man irgendwo nicht von nicht klar. Also ich versuche eigentlich, wenn nur ein, zwei Mods neu rauszunehmen, wenn ich wirklich einen brauche. Ich stelle aber auch fest, dass ich einen haben möchte und dann kaufe ich nicht, weil ich nicht dazu komme. Das ist aber leider auch so. Ist dann blöd. Das werde ich jetzt mal abkippen und dann. Das könnte ich eigentlich automatisch fahren lassen. Also die heute ja nicht. Das sind ein paar Kühe, das sind die 30 Kühe, glaube ich. Da müsste ich nochmal ein paar Kühe umstallen. Da müsste ich dann mal. Zwei, drei Kälber bei, männliche Tiere, die habe ich jetzt gerne im anderen Stall. Der Übersicht halber, ne? Der Rest ist ja eh weibliche Kälber. Meine Kühe sind auch schon 4 Jahre alt, dann muss ich bald sehen, dass ich da. So, 2, 3 Jahre müssen wir dann noch rein zum Schlachter. Ne? Und dann brauche ich den Schlachter, dann gibt es mal den Punkt, das war eine Kühe. Die dann mal zu Wurf gemacht werden. Ne? Also auch die neuen Kälber dann schon, wenn man geschlechtsreif und die ersten und dann schon Mütter, ne? Neue Milch, neue Kühe, neue Milch. Ich glaube also im Prinzip keine Kühe neu kommen. Wo ein Zucht Betrieb, der jetzt der Hochleistungsrinde haben möchte, der kauft sich die dann beim Händler. Das sind dann reinrassige Kühe, die entsprechend auch die Leistungen haben, vorbeigefahren.
Ob man Kleinbauer, dem ist im Grunde egal ist, ob der Kuh ist mehr oder weniger mit ist, ist doch egal. Aber bei den wirklich ganz, ganz großen Bauern, also die jetzt wirklich auf viel Milch auch sind, die haben dann, sagen wir so, leistungsfähige Kühe, also wirklich die hohe Mengen bringen. Ne? Also diese gute Kuh an sich diese Eigenschaften hat und der Bulle eigentlich auch von hohem Kühen abstammt, dass die dann entsprechend garantiert viel Milch bringen. Ne? So, jetzt kippen wir mal hier mit Futter ab. Mir war eigentlich so, dass ich schon mal was gemacht hatte vor langer Zeit. Ich weiß auch bei Neuseln gerade, ob das dass sie nie abkippen. Das ist irgendwie so eine Sache. Wieso nicht? Da kriegt er hier nie rein. Eine Schaufel holen und dann umkippen. Und dann versucht man einen Stahl reinzufahren, aber das LKW passt da garantiert nicht rein. Der LKW ist so groß. 100%ig. Obwohl das kein Stall von das könnte sein, dass es geht. Sehr eng. Irgendwo müssen wir zurückfahren. Passt eigentlich rein, wenn man richtig gerade reinfährt, ne? Muss ich bloß mal da zurückfahren. Ja, genau. Dann haben wir hier eine Weile Ruhe. Das ist übrigens auch Gülle, ne? Also hier haben wir eigentlich nur Gülle. Im anderen Stall war es im Prinzip. Und dann geht's fest. Maßarbeit. So, Zuschauer, Überlänge. Ich sag mal tschüss, ciao, ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier. Aber das ist morgen früh, dann werde ich mir gleich ins Bett gehen. Das die 9 wird dunkel. Immer tschüss und ciao. Bis morgen. Tschüss. Und dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.